Juhu, Minecraft-Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Überlebenssimulator 2011, so habe ich es ja genannt, das Projekt, und so wird es auch weiter heißen, egal, auch wenn ihr das nicht mal nicht versteht. Da draußen sind keine Creeper, dann schnappe ich mir jetzt erstmal Cobblestones, denn ich habe beschlossen, übrigens neue Aufnahmesession, habe beschlossen, die Höhlen erstmal richtig schön auszubauen. Cleanstone brauchen wir nicht. So, ich habe Glas, noch mehr Wood, ich habe da aber Wood. Ach, ich könnte jetzt jede Menge Sachen hier lassen, weil ich die ja nicht brauche. Ich schaue jetzt nach Dekoration, denn ich brauche nein, keinen Dreck, das brauche ich nicht. Auch hier was? Nein, auch nicht. Da ist keine Deko, Dennis. Keine Deko, keine Deko, keine Deko, keine Deko, keine Deko, da auch nicht. Da Gravel, Gravel, Moment, Gravel. Ach, nee, lieber nicht. Wieder nicht. Nein, brauche ich nicht. Und das hier, da. Nein, ich wollte. Ich brauche auf jeden Fall die Halbsteine, die kann ich auf jeden Fall... Ach, die Treppen, ja, natürlich, die Treppen und das Glas, was macht das überhaupt hier drin? Und die Pumpkins, und jetzt brauche ich noch Bilder und Bücherregale. Na, 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 Bücherregale, da habe ich keinen Platz mehr. Was lasse ich denn hier? Ich, lass mal den Dreck in der Deko-Kiste drin, denn der ist okay. Ich gehe jetzt hier raus und schlag den Zombies mit dem Pfeil ins Gesicht. Dann. Hallo, Kuh. Keine Creeper? Siehst du Creeper? Siehst du Creeper? Ich sehe keine Creeper. Hui! Hey, gehst du? Drückt ihr mir einfach ihren dicken Kuhhintern ins Gesicht? Ist ja nicht zu glauben. Pieps. Pieps. Ach, ich liebe dieses Stück. The Legend of Zelda, das mit dem Windfisch, Taltal heißt. Wunderschöne Musik. Na 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 na. Ich habe aber auch noch etwas Entspannenderes in die Playlist getan. Das kommt später jetzt. Ich wohl ein Creeper-Gespräch. Ach, ich erinnere mich. Dunkel daran. So, jetzt wird hier erstmal ausgebaut und für Schönheit gesorgt. Und da unten sind noch Steine. Das sind meine Steine. Das ist so dunkel. Und das sind meine Steine. Na, 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 na. Ich habe doch was laufen gehört. Ach, das war ich selber. Ich bin dumm. Fenster hier. Deshalb habe ich das Glas doch mitgenommen. Wegen diesen allen Fenstern. Und da auch noch richtig klassische, schöne Viererfenster. Und ich habe ja viel Feedback, viel Resonanz bekommen von euch zu dem Thema Fenster. Und ihr findet wohl die aktuellen Fenster am besten. Ich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nicht eventuell sich vom einen Tag auf den anderen wegen den 2500, fast 4000 neuen Abonnenten sich das wieder geändert hat. Aber früher mochtet ihr sie und ich mag sie auch total gerne. Und ich hoffe, ihr könnt auch mal meinen Geschmack teilen. Ist ja sowieso mal Geschmackssache. Dackeln? Ich könnte da oben. Bin ich durch da? Nein, aber... Hä? Ich höre schon wieder ein Hühnchen. Paranoia, das ist schön. Jetzt nehme ich das Glas. Ach, ich finde, damit lässt sich einfach super spitze, mega, ober, hyper, creeper. Lässt sich einfach super klasse diese vierer... Katze, was machst du eigentlich da hinten? Ja, meine Katze ist gerade wieder am sich im Körbchen positionieren. Jetzt kommt der Dreckklumpen daraus. Stirb. Und... Boah, alte Frau kann doch nicht mehr so. Oder alter Mann, je nachdem wie es klingt. Jetzt ist ja unten die Kacke auch noch raus. Ich könnte Gravel legen. Ach, mein Inventar ist wieder voll. Warum mache ich das nicht mit einer Schaufel? So. Zack, zack, zack. Und dann wird hier mit der Cobblestone überlegt. Und jetzt mach's gleich. Und plupp. Ah, ich will den Erdklumpen nicht. Geh weg, Ach, das war so unnötig. Ich sammle die doch so, so wieder auf. Ach, ich genieße diese Töne. Ach, die Ocarina. Ach, es ist so herrlich. Ach, ja, das ist, glaube ich, aus Zelda's Ocarina of Time gewesen. Müsste gewesen sein. Und es ist jetzt aus Zelda's Spirit Tracks. Und ihr fragt euch immer, wo kriege ich die ganze Musik her? Tja, Kinder, das Internet, das Internet. Da gibt es so eine ganz tolle Sache, die nennt sich Amazon. Und da kann man sich MP3-Osts downloaden. Nicht immer, manchmal sind die irgendwie nicht verfügbar, aber meistens sind sie verfügbar. Und notfalls müsst ihr mal über eine ausländische Amazon-Seite daran gehen und euch darüber diese MP3s holen. Da gibt es sie nämlich auch manchmal. Ich möchte unbedingt noch die Baten Kaitos-Ost haben. Aber die kostet momentan 55 Euro und das will ich nicht bezahlen. Dafür, dass ich das Spiel gekauft habe und es innerhalb des Spiels schon die Hörmusik gibt, also die Möglichkeit, die Musik zu hören in der Playlist, finde ich das irgendwo hinten so dunkel. Da könnte mir so ein böser Geselle... Ach, dieser Dreck, der ganze Dreck hier, der stört mich total. Gehst du weg, du hässlicher, brauner Dreck. Ich mag dich nicht, verschwinde da. So, ach so, ja, die Baten Kaitos Ost. Ja, Baten Kaitos. Hab sogar schon aufgenommen. Geht sogar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, ich muss es ja mit Emulator spielen, weil ich keinen Grabber habe. Spiele ich es mit Emulator, klappt super. Also von dem Handling kein Thema.
Bildqualität ist eigentlich auch okay und die Tonqualität ist ja sowieso auch super. Und ich kann es aber jetzt noch nicht hochladen, denn ich habe gerade so viele Let's Plays am Laufen. Ich werde jetzt Star Wars in einer unglaublich langen Aufnahme mal ganz weit vorantreiben. Dann kann ich Bait & Kite aus nebenbei noch Let's Playen. Sims Mittelalter hat sich gerade mal wieder, oh, Wunder über Wunder zerschossen. Do you wanna debug it? Yes? Oh, you're so stupid. You touched the stupid button. Ja, komischerweise kommt das jetzt ständig, wenn ich spiele. Do you wanna debug it? You really wanna debug it? Yes or no? And, Moment, nicht, dass ich Englisch weiterrede. Und was auch immer ich anklicke. Ja oder nein. Oder nein oder ja. Oder auch mal in einer anderen Kombination. Vielleicht. Oder auch gar nicht. Oder leck mich. Oder selbst wenn ich Fu anklicke. Selbst dann, ich mach mal eine Tür rein. Selbst dann lässt sich dieses Spiel nicht mehr und ich nicht spielen. Ich werde wohl den Speicherstand mal beiseite schieben und es neu installieren. Super. Völlig nacktes Spiel, komplett unvermoddet. Kein Mod drin, keine Mod, keine einzige. Trotzdem spielt sich das Spiel, als hätte ich 1000 Mods installiert. Das ist nicht gut. Ja, ja. So, jetzt kommt hier die Wand noch raus. Ich, während ich Steine abschlage, da rede ich einfach mal über alles, weil es ist ja völlig... Hat das jetzt ein Kratzgeräusch gemacht? Nein, ich hoffe nicht. Moment, ich muss mal... 3 Sekunden, wartet. Ah, Kabel. Kabelsalat. Ich mag Kabelsalat. Oh, ich würde es mir so wünschen, wenn man in Minecraft aufwacht, dass diese Musik spielt, wenn die Sonne aufgeht. Nur ganz kurz. Jetzt nicht mit dem Rest, der jetzt noch hinterherkommt, der extrem nervig ist, aber einfach mal so von Notch, so als Scherz. Würde sich bei Nintendo einfach noch die Erlaubnis holen können oder so. Das wäre so klasse. Ich meine, man kann das ja mit... Ich weiß, wie ich den reinkriege, den Sound, und auch dazu kriege, dass er das so dieser Uhrzeit abspielt, aber... Es wäre einfach wundervoll, wenn das von Natur so wäre. Oder einfach mal als April-Scherz. Es wäre so schön. Ich baue jetzt Steine ab. Noch viel mehr Steine. Ich baue Steine ab. Steine abbauen, das ist mein Hobby. Und jetzt bin ich voll im... Das kann ich dann mal weg, den Dreck. Nein, die Federn. Federn brauche ich nicht. Federn kriege ich wieder, wenn ich einem Zombie schlage. Ah, ich... Okay, Entschuldigung für dieses Geräusch. Ich weiß, was ich jetzt hier reinbaue. Ich weiß, was ich hier reinbaue, ja. Das wird Zombies Wohnung. Ja, ich hole mir nämlich Zombie als Haustier. Nein, als Butler natürlich. Zombie, mein Butler. Der kommt jetzt hier als Haustier rein. Er darf hier einziehen. Und wenn ich dann mit ihm in die Höhlen gehe, wird das sicherlich auch lustig. Weil wir sind lustigerweise immer zu der gleichen Zeit online und können deswegen auch mal eher miteinander quatschen. Und das funktioniert sogar... Au, 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 au. Ach, da habe ich mir die Fingernägel am Dirt versaut. Das klappt anderweitig nicht. Das ist, ich mach das mit Zombie. Mit Zombie geht's in die Höhlen. Ich mich einfach nicht entscheiden kann, wie viel ich in die Höhlen gehen soll. Aber ich hab ja gesagt, ich entscheide mich dann notfalls auch mal spontan. Und vielleicht schaffe ich es ja noch, dass alle gleichzeitig online sind, dass man auch zu mehreren in die Höhlen gehen kann. Wobei, unser Lord Zombie und ich, das wäre schon sehr witzig, weil wir sind ja so zwei Pussys. Wenn wir in die Höhlen gehen, Zombie, ne? Winsel, winsel. Da, 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 da. Hier ist es so dunkel. Ja. Das muss auch noch weg. Moment, Moment, wenn ich jetzt hier wieder die Fackel weg... Ich will mal gleich überlegen. Ich pack die da, dahin. Und jetzt kann ich die Wand hier raus... Ach, super. Weitere Wand raus, Reißfolge. Machen wir auch besonders gerne. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ich mag diese Reisemusik von Zelda. Also ich habe wirklich sehr viel Zelda-Musik drin. Es wird sich auch noch ändern. Ich sehe schon, wie die Playlist da langsam rausläuft mit der Zelda-Musik. Aber es ist einfach awesome. Es ist einfach das Beste, was man machen kann. Ja, man kann sich die Zelda-Musik ja auch nicht ganz legal beschaffen. Das ist auch nicht das Problem. Wenn ihr also meint, ihr wollt privat mal das spielen, könnt ihr das meinetwegen machen. Ist mir egal. Aber fragt mich nicht, wie ihr es herbekommt. Oh, 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 oh. Oh Gott. Ich habe mir schon so oft jetzt die Finger angeschlagen beim blöden Steine weghauen. Nein, finde ich nicht gut. Und ich sollte auch nicht so reden. Das ist auch nicht sonderlich intelligent. So, asymmetrischer Boden wird jetzt noch symmetrilirisirali... ne, so gleichschenklig gemacht. Gleichwinklig? Doch nicht. Ofen. Ich könnte jetzt hier einen... ich habe keinen Ofen dabei. Das geht nicht. Das... ich dachte, ich hätte die... Ach, ich wollte die ja... ich wollte die zu Hause abbauen und jetzt habe ich keinen und da draußen ist gerade dunkel. Ja, dann werde ich dann die Crafting Bench, die ich dabei habe, doch mal... Wo ist die Crafting Bench?
Workbench? Crafting Table? Werkbank? Ah, da ist Karl-Heinz, Jürgen, Dietmar, Klaus, Krause, Mangold, Peter. Das ist übrigens der Name von einem meiner Sims, ne? Nur so als Nebeninformation. Nein, so lange Namen kann man ja nicht machen, aber Peter Mangold, ja, ja. Packe ich denn jetzt dieses Kackteil? Ich wollte mir doch einen Ofen machen. Dann kann ich ihn nicht in die Ecke packen, dann muss ich ihn hier hinpacken. Okay, dann mache ich mir jetzt einen Ofen. Das schalte ich gleich um. Ich, nur keine Sorge, ich will erstmal den Ofen fertig bauen. Ein formschöner Ofen. Super, gefällt mir. Moment. Was nehmen wir denn mal hier? Da sind wir wieder mit unserem Herrschaftsgebiet. Geschichtsunterricht, genau. Wir haben das letzte Mal Geschichtsunterricht gemacht. Worüber könnten wir reden? Wir könnten jetzt über den Ersten Deutschen Weltkrieg reden, der ja nur durch den Anschlag in... Ach nein, ich will nicht... ich will eigentlich nicht darüber reden heute. Nicht Geschichtsunterricht heute. Interessiert ihr euch eigentlich dafür? Soll ich im Geschichtsunterricht mal weitergehen? Wir hatten ja jetzt schon... Ich könnte wirklich ganz intensiv über Geschichtsunterricht mit euch... Also sagen wir mal, das Deutsche Kaiserreich und die Weimarer Republik. Das könnten wir mal ganz intensiv durchnehmen, wenn ihr das möchtet. Also so spannend und lustig mit netten Kommentaren und Witzen und bis dann zum Schluss, na, letzten Endes, dieser kleine Typ mit diesem... merkwürdigen Schnurrbart kommt. Dann wird es auf jeden Fall sehr lustig, weil es ist ja nach der Weimarer Republik, ne? Sagen wir es mal so. Wegen dem Versailler Vertrag, der ja eigentlich mehr kein Friedensvertrag war, sondern so eine Art Friedensdiktatur und kein Wunder, dass da der Nationalsozialismus in Deutschland geblüht ist und... Okay, jetzt rede ich ja doch über Geschichte. Ich will euch lieber vorher fragen, möchtet ihr denn überhaupt solche Themen in Let's Plays? Möchtet ihr das? Während ich hier einfach baue, ich guck mir zu, ich hab's gleich. Scheiß Bild, komm her. Dann halte ich auch die Klappe, wenn das Bild kommt, das ich haben möchte. Ich halte dann auch den Mund, wenn das Bild kommt, dass ich, ich bin dann auch still, wenn das... Das ist aber die falsche Musik dafür. Moment. Wo ist es denn? Es kommt schon, da. Doppelklick. This is the Creep. The Creep. What? Ja, Rockmusik. Machen wir lieber mit Rockmusik. Was? Wenn das Lied vorbei ist, werde ich sterben? What? Den hören wir uns beim nächsten. Doch bei der... Wisst ihr was? Bei der allerletzten Folge Minecraft. Also wenn ich 99 Jahre alt bin und wahrscheinlich irgendwo in einem Krankenbett liege, wisst ihr, was wir dann... Wir brauchen jetzt erstmal Holz. Nein, Moment, ich will erst... ich wollte eigentlich nur sagen, ich will erstmal die Vorhänge dran machen. Dann werden wir diesen Song hören. Bei der allerletzten Folge Minecraft. Evil Chicken! Blop. Ach ja, das Bild und Kuscheln! Das war total krank von mir. Komm, ich bitte vergesst das ganz schnell. Wo ist denn jetzt? Ah, da sind Vorhänge. Evil Chicken war das und hier blöder Plasma. Das lasse ich. Das ist schön. Da-da-da. Ach, die Musik ist super. Die eignet sich auch schön zum Bauen. Sowas mal. Doch, ich könnte jetzt mit dem Holz noch ein bisschen Deko machen, ehe wir da raus.